COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Das World Economic Forum, das sich aus Staatschefs inklusive Merkel und Big Player Firmen zusammensetzt, plant mal wieder ein Event, Cyber Polygon, im Juli dieses Jahres. Nachdem schon das Event 201 im Jahr 2016 und 2019 als Simulation für eine Covid-Pandemie ziemlich genau das simulierte, was seit Anfang 2020 über Medien und Politik dargestellt wird, inklusive den Maßnahmen und Verboten, die umgesetzt wurden, und inklusive dem Umgang mit Protesten und Kritik, wartet jetzt die nächste Simulation als Training für die Beteiligten. Cyber Polygon, die Simulation eines weltweiten Internetangriffs. Die Maßnahme zur Verteidigung im angeblichen Bedrohungsfall, das gesamte Internet abzuschalten, genau das zeigt dieses kleine, inzwischen auf der World Economic Seite wieder gelöschte Informationsvideo. Die Covid-19-Pandemie erschütterte unsere Wirtschaft und Gesellschaft im Kern und zeigte uns, wie anfällig wir für biologische Bedrohungen in der digitalen Welt sind. Ähnliche Risiken werden gerade jetzt übersehen. Ein Cyberangriff mit Covid-ähnlichen Eigenschaften verteilt sich schneller und weiter als jeder biologische Virus. Seine Reproduktionsrate wäre etwa 10-mal größer als das, was wir mit dem Coronavirus erlebt haben. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, ist es einer der schnellsten in der Geschichte. Der 2003 Slammers of Fire verdoppelte seine Größe etwa alle 8,5 Sekunden, infizierte über 75.000 Geräte in 10 Minuten und fast 11 Millionen Geräte in 24 Stunden. Glücklicherweise habe Cyberattacken unsere Gesundheit nicht so beeinträchtigt wie Pandemien, nur die wirtschaftlichen Schäden. Und damit waren die Auswirkungen auf unser tägliches Leben gleich groß, manchmal sogar größer. Sie sehen, die einzige Möglichkeit, eine exponentielle Ausbreitung eines Covid wie eine Cyberbedrohung zu stoppen, ist die vollständige Trennung der Millionen anfälliger Geräte voneinander und vom Internet. All das in wenigen Tagen. Ein einziger Tag ohne Internet würde unsere Volkswirtschaften mehr als 50 Milliarden US-Dollar kosten. Und das, bevor man die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden bedenkt, die entstehen, wenn diese Geräte mit wichtigen Diensten wie dem Transportwesen oder der Gesundheitsversorgung verbunden werden. Da die digitale Welt zunehmend mit unserer physischen Welt verschmilzt, die Auswirkungen von Cyberangriffen auf unsere Sicherheit nehmen immer schneller zu, als uns auf Covid-19 vorzubereiten, da es als ein erwartetes Risiko bekannt war. So auch das digitale Gegenstück. Ja, seien Sie besser darauf vorbereitet. Die Zeit ist reif.